herzlich willkommen bei Rat ist gefragt. Mein Name ist Christian von der Dive Company aus Wien. Wir kennen das Problem, ein lockerer, loser oder gar offener Flaschengurt. Unsere Tauchflasche soll ja fest an der Tarierweste montiert sein, denn während des Tauchgangs wollen wir eines nicht, dass die Tauchflasche uns plötzlich hinten runter, sprich also rausrutscht. Dazu habe ich zwei Stück mal vorbereitet. Ich möchte euch hier zeigen, bei dem einen Modell, hier hängt die Tarierweste fest dran an der Tauchflasche, also ich kann hier richtig rütteln und rucken, hier bewegt sich nichts, so soll es auch sein, dass die Tauchflasche fest in die Tarierweste hinein gespannt ist. Zur Sicherheit habt ihr dann immer noch eine Fangschlaufe, die sollte man dann noch über das Ventil drüber ziehen, um noch zusätzliche Sicherheit zu bringen. Bei dem anderen, zweiten Modell, habe ich bewusst aber nichts gemacht, sondern einfach drüber gegeben, ja, so sollte es ja gar nicht sein, wir könnten so nie ins Wasser hineingehen. Daher möchte ich euch jetzt ein bisschen näher bringen, wie wir so einen Flaschengurt richtig einstellen. Beginnen wir ganz mit dem schlimmsten Szenario, der Gurt ist komplett offen. Wie fädle ich den richtig ein? Einfach ist das. Ihr braucht sich davon nicht zu fürchten. Erster Schritt. Wir beginnen, um den Gurt richtig zu fädeln, niemals bei einer der Durchführungen von der Kunststoffseite her, sondern der Gurt muss zwischen dem Metallbügel hier das erste Mal durch. Also wir stecken den Gurt da durch, wenden die Schnalle auf die andere Seite. Dann haben wir drei Schlitze jetzt zur Auswahl. Der richtigste Schlitz ist die goldene Mitte. Wir nehmen den mittleren Schlitz und gehen mit dem Gurt hier ein weiteres Mal durch. Dann, bitte meine lieben Damen und Herren, die Schnalle wiederum auf die andere Seite drehen und hier ein bisschen durchdrücken, damit wir schöner rankommen. Denn der nächste Schritt führt uns durch diese Seite durch. Durch diesen Schlitz fädeln wir den Gurt zurück. Wenn wir da durch sind, haben wir jetzt einen Punkt erreicht. Wir sind dort angekommen, wo wir den Gurt im Durchmesser kleiner oder größer machen können. Das heißt, auf unsere Tauchflasche anpassen können. Entweder durch Ziehen kann ich den Gurt zurückziehen, der Durchmesser wird größer, nehme ich das offene Ende und halte den Gurt fest, kann ich durch Ziehen den Gurt vom Umfang verkleinern und so an meine Tauchflasche richtig anpassen. Wenn ich das gemacht habe, kippe ich in der Regel beim Spannen die Schnalle hoch und jetzt brauche ich den Gurt nur das letzte Mal hier durchschieben, um mit der Hebelwirkung es leichter zu haben, um den Gurt zu schließen. So einfach geht das. Ich nehme mein Tauchgerät, bringe die Weste von oben drüber. So, ich drehe es ein bisschen rüber, damit das alle gut sehen. Lasse sie runterrutschen, fixiere die Trage- und Fangschlaufe. Jetzt ist der Durchmesser noch zu locker, ich kann da noch mit dem Finger reinfahren. Also ziehe ich an dem Gurt an, um ihn zu spannen. Wenn ich ganz anliege, kippe ich die Schnalle etwas hoch. Damit klemme ich den Gurt ein. Er kann nicht mehr zurückrutschen. Ich ziehe den Gurt beim letzten Teil durch, halte deine Tarierweste fest und mit der Hebelwirkung die Schnalle schließen. Damit das Ganze schön aussieht, bringe ich den Gurt noch mit dem Griff hier an der Seite an, damit der nicht zu weg steht. Kontrolliert dann auch mal die Festigkeit, kontrolliert die Position, Ventil und Tarierweste sollen parallel zueinander stehen und auch die Höhe, damit sie euch später nicht mit dem Kopf an der ersten Stufe schlägt. So einfach ist das. Ich sage mal herzlichen Dank fürs Zusehen und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wiederum bei Rat ist gefragt dabei sind. Tschüss!